Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Ganz weit oben. Nati wartet bei einer Burgruine auf mich. Trifft Nati beim Schloss Falbarton. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Da steht sie. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und eins noch. Harlow hat dich gegenüber Kollegen erwähnt. Haben sie dich mit jemandem verwechselt? Nein, haben sie nicht. Rookwood und Harlow sind tatsächlich hinter mir her. Warum hast du mich belogen? Und was wollen die von einem Hogwarts-Schüler? Ich hab dich doch nicht belogen. Professor Fig sagt, ich soll das nicht verraten. Aber dir kann ich trauen, Nati. Das ist ja sie eine Frechheit. Etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz bevor ich nach Hogwarts kam. Darum war ich auch zu spät bei der Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff auf die Kutsche. Was in aller... Da ist noch was. Ehrlich gesagt... Ist es etwas seltsam? Das ist ein Scheiß. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, mit der du die Trolle in Hogsmeade bekämpft hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Das ist eine Menge, ich weiß. Stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, dass Rookwood und Harlow eine Bedrohung für uns beide, für uns alle sind. Und wir können helfen, sie zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Also, erstmal, ich habe hier niemanden angelogen. Ich habe nur ihr nicht alles erzählt. Wir haben nicht gelogen, wir haben nur gesagt, nö, ja, ist nix und so. Und er hat ja, also was ich jetzt komisch finde... Man hatte am Anfang scheinbar so das Gefühl, man kann entscheiden, ne? Sagt man das den Leuten? Obwohl man mit Professor Fig das vorher ausgemacht hat, sag es niemanden. Und ich, so dummtreu wie ich bin, ich sag es niemanden. Und jetzt ist man an diesem Storypunkt, wo unser Charakter alles freiwillig wie eine Tratschtante rausträgt. Egal ob beim Sebastian, egal ob bei Nati. Gut, Nati würde ich es eher erzählen als beim Sebastian. Aber warum haben wir jetzt keine Entscheidung mehr? Also man sieht, es gibt Pseudo-Entscheidungen hier. Man kann das damals halt dann so machen. Es hat dann nur so, oh, warum hast du mich angelogen? Wie? Wie gelogen? Ich sag's jetzt einfach nicht und fertig ist. Und wenn ich nichts sage, ist das auch keine Lüge, ne? Können wir nicht gleich zum Ministerium? Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Warum bist du hinter Rookwood und Harlow her? Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Na dann los. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Weil hätte ich das gewusst, dass er jetzt wie halt so eine Drahtstante wird. Oder, ne? Was ist Drahtstante? Ist halt so natürlich, ne? So ein bisschen in Ausdruck. Halt so ein Drahtschmensch. Ne? Ein Drahtscher. Dass der jetzt ein Drahtscher wird, hätte ich mich dann so nicht entschieden damals. Aber irgendwie haben wir jetzt so, irgendwie plötzlich geht unser Hauptcharakter auf eigener Mission und wir können eigentlich nichts mehr auswählen. Finde ich so ein bisschen blöd gemacht gerade. Aber okay, ne, ist ja immer halt meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem mehr Entscheidungsqualität wäre cool gewesen. Wir kommen hier rein. Wir kriegen dieses Tor auf.
So. Irgendwie. Hier haben wir Torpflicht. Niemand tritt ein, es sei denn, er gehört zu den Wilderern oder den Erschwinderern. Alles, was unwillkommen Gästen abgenommen wird, wird geteilt. Niemand geht, bevor er nicht von seinem Nachfolger abgelöst worden ist. Dieser Zauber ist stärker als gedacht. Hier soll wohl niemand rein. So. Gut. Gehen wir mal rein. Also wir sollen ja hier irgendwelche Festungsmauer erklimmen. Muss ich erstmal gucken, wie das hier funktionieren kann. Kann ich einfach nur hoch oder? Nee. Müssen wir irgendwas noch finden? Vielleicht so eine Kiste. Revelio. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Also hier sieht es ja echt aus, als ob man das erklimmen könnte, aber... Ach doch, jetzt! Okay. Dann war ich nicht richtig an der Mauer, so wie es aussieht. Was das wohl ist? Na, das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahinter. Gepulso ist... Das hat geklappt. Jetzt mal mit mehr Kraft. Revelio. Können wir hier das rausholen mit... Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa und Accio ist ja irgendwie so gebündelt. Aber ist, glaube ich, eh nicht wirklich wichtig, ob du was erzählst oder nicht. Ja. Das ist ja Gott sei Dank dann wiederum so, dass es nicht wichtig ist, was auch ein bisschen schade ist. Aber es ist Gott sei Dank anscheinend nicht wichtig, was man hier erzählt. Weil das wäre nämlich noch auch so richtig krass, wenn das jetzt mega Nachwirkungen hat, bloß weil ich es ihr am Anfang ja erzählt habe und der dann halt einfach das rausplappert. Das finde ich dann nämlich dann, das wäre dann richtig blöd dann. So, ich weiß nicht, also ich hätte gedacht, dass das hier passt. Achso, vielleicht müssen wir ja... Ach. Stopp, wir müssen ja den Levioso machen, genau. Levioso. Ja. Hatte ich schon ein paar Mal so gemacht, in der Kombination fällt mir immer ein bisschen später ein. So kommen wir natürlich ein bisschen höher. Tada. Ganz einfach eigentlich. Mega-Power-Trank in einen Sack gefunden. Also lohnt sich, in den Säcken reinzugucken. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Da findet man schon einen Weg. Revelio. Interessant, was hier so leuchtet, ne? Du vergisst immer dein Levioso, ja? Jetzt weiß ich nicht, wie man hier reinkommt. Also hier kann ich keinen Zauber wirken gerade. Geht nicht. In der geduckten Haltung ist es nicht möglich. Wie ich gerade feststelle. Das ist ja auch gut. Hier kann ich wirken. Aber sobald ich geduckt bin, nicht mehr. Kann man das auch wegschieben? Ein bisschen, ne? Aber nicht richtig. Zauber gehen ja nicht. Geduckt kann man ja keinen Zauber wirken. Von der anderen Seite. Ist so eine kleine Mechanik, die man aus Assassin's Creed Valhalla kennt, dass man auf einer anderen Seite guckt und die Tür sich aufschießt. Wenn es Nachwirkungen hätte, würdest du es dann überhaupt spielen? Ja. Ja, ich würde es trotzdem spielen, weil es Hogwarts Legacy ist. Aber ja, es ist... Ja... Das Problem mit den Nachwirkungen ist halt meistens nur, weil das Spiel mich falsch versteht. Es gibt dann immer irgendwelche Texte und ich interpretiere die ein bisschen anders. Und dann denkt man sich, nein, so habe ich nicht gesagt. Wieso sagst du das jetzt ganz anders? Ne? Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist das euer Ende. Also wir müssen mal eigentlich sprengen hier. Aha.
Irgendwie war ich jetzt zu langsam. Ah, okay. Gut gemacht. Ich bin gleich da. Sie hat jetzt unten das Tor aufbekommen. Ich wusste, du schaffst das. Dalla, natürlich. Ich übernehme die Tür. So, da haben wir ja Nati. Hallo, Momo. Also Nati hätte ja das auch machen können, oder sie hätte auch hinterhergehen können. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet das Vieh fest! Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Könnte der hier sein? Keine Ahnung. Jetzt stehen wir hier alleine davor und müssen einen weiteren Weg finden, um hier... Ich hoffe, Nati hält sich aus Ärger raus. ...hinterher zu gehen. Wir sollen uns aufs Dach begeben. Und ich glaube, das geht ja auch ganz einfach mit dem Hochlaufen der Wand. Das geht ja ein bisschen in eingeschränkter Form. Und wir müssen natürlich ab und zu mal ein bisschen schauen, ob es vielleicht was Verstecktes gibt. Hier zum Beispiel sehen wir eine Truhe. Ich weiß gar nicht. Müssen wir ja irgendwo hinschieben. Die Pulse vielleicht, hä? Im Moment haben wir auch hier im Programm. Ja, jetzt fliegt die runter. Also das wäre jetzt so, was ich jetzt denken würde, weil ranschieben bringt ja auch nichts. Also wegschieben. Oh, mega Powertrank. Also irgendwie, entweder ist hier das Areal so voll gestopft mit Tränken. Oder... Es ist irgendwie zufälligerweise auf Schwierigkeitsstufe schwer. Es sind mehr Tränke. Keine Ahnung. Ja, jetzt, wie ich sagte, wir setzen jetzt da genau weiter, wo wir aufgehört haben. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa? Was ist hier los? Wingardium Leviosa. Achso, ich muss ja halten. Stimmt. So, ich glaube, hier müssen wir was zum Schweben bringen. Oder brauchen wir Levioso? Levioso ist ja schon wieder was anderes. Ne? Das ganze Repertoire an Zauber hier müssen wir rausholen. Damit wir hier überhaupt zu Nati wieder gelangen. Nicht gerade der sicherste Ort. Hallo, James, der Blutmundwolf. Hier sehen wir wilderer Spurensucher. Wir machen gleich mal den Switch. Vielleicht können wir auch unsichtbar sein. Nein. Doch. Wenn der Vogel ruft, ist das für mich kein gutes. Petrificus Totalus. Zack. Rungs. Und er ist irgendwie geflogen. So, okay. Mal ganz vorsichtig hier mal schauen. Revelio. Revelio. Wenn man in Unsichtbarkeitsmodus ist, dann versucht er zu flüchtern. Zu flüchtern. Also, flüchtern ist wahrscheinlich eine Mischung aus fliehen. Oder vielleicht schnelleres Fliehen. Die Flucht flüchtern am flüchtesten. Am tüchtigsten, am geflüchtesten. Und da sehen wir jetzt schon wieder ein paar Leute. Versuche wieder mit Petrificus Totalus hier mein Ding zu machen. Petrificus Totalus. Gut, dass die das nicht hören, ne? Oh, da kommt irgendwas. Aber leider ist meine Unsichtbarkeit nicht lange von Dauer. Ja, mach mal den noch. Endkalt. Bums. Ach, ein Hühnchen ist er geworden. Ist ja geil. Jetzt rennt er weg. Wir hören dich. Ah, vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, das war in den letzten zwei Folgen gab es immer wieder mal Problemchen. Deswegen bin ich da jetzt gerade ein bisschen misstrauisch aktuell. Vielen, vielen Dank. Ja,
hier gibt's immer. Ach, hier gibt's noch eine Merlin-Prüfung. Oh, ich hätte irgendwie wieder Bock auf Merlin-Prüfung. Richtig Bock so mal. Aber ach stimmt, wir müssen ja mal zum Raum der Wünsche gehen. Da haben wir jetzt so viel Malmkraut, also weiß ich, so viel. Es gibt ja leider wird es ja nicht gestapelt, sondern man muss es dann holen und wenn man es nicht holt, hat man Pech. Hallo, Mora. So. Also falls ihr wissen wollt, wie das Schloss funktioniert, erst mit dem linken Analogstick die rechten Dinger hier zum Drehen bringen, mit dem rechten Analogstick die inneren Räder zum Drehen bringen. Das ist so ziemlich... Also ich habe auch am Anfang, habe ich echt nicht gewusst, wie das funktioniert. Aber man muss einfach nur zum Drehen bringen. Und da muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Dann passt das. Revelio. Ravioli. Ich würde am liebsten auch ein paar eigene Zauber hier mal einsprechen. Ravioli. Und dann noch so solche Nudelanimationen, dass das so alles sich wegnudelt. Ravioli. Runks, wir haben was gefunden. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Also ja, echt eine ganz schöne, ein ganz schönes Ding hier, oder? Kann man ganz schön sich verlaufen hier. Ich denke mal, wir haben auch einiges bisschen verpasst schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich versuche hier nichts zu verpassen. Schloss auf Stufe 2, ja, siehst du. Und das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wenn man hier noch nicht fleißig war mit diesen Einsammeln hier. Dann kann man hier nicht rein. Da muss man nochmal hierher. Das ist frech, sag ich euch. Revelio. Müssen wir jetzt höher oder weiter? Wir sind zwar die ganze Zeit unsichtbar, wir müssen es gar nicht sein, aber ich habe auch keinen Bock jetzt hier raus aus der Unsichtbarkeit zu gehen. So, jetzt. Hier ist nix. Revelio. Ja. Wozu war der Turm? Einfach hier, um zu spannern, oder? Was ist da drüben? Leider kann ich das Teleskop nicht nutzen, obwohl wir seit letzter Folge der offizielle Teleskopmensch sind, wegen der Astronomieunterricht. Da gab es ein neues Feature. Da kann man ja jetzt in die Sterne gucken und die Sternbilder, wie in Assassin's Creed Origin und Co., kann man ja so ein bisschen die Sternbilder zurechtrücken und dann bekommt man was. Ich glaube, das waren auch wieder nur Handbuchseiten, oder? Nee, das war irgendwas anderes. Oh, da kommt jemand. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Levioso! Oh, shit. Wir hätten jetzt ausweichen müssen. Da war ich wieder ein bisschen zu langsam. Oh, wir brauchen unseren... Scheiße. Das geht ja hier ab. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Ne, wir spielen ja auf Schwierigkeitsstufe schwer. Das ist jetzt meine Ausrede. Confringo! Komm, greif mich an, dann mache ich super und da ist deine Blase auch weg. Oder auch nicht. Confringo! Shit. Ich hab dich. Nun, du versuchst offenbar zu verlieren. Ja, ich versuche zu verlieren, eindeutig. Es ist nicht so, dass ich nicht gut bin. Ja. Schwarzer Magier besiegt. Yoso Diso. Oh nein! Da kam wieder was. Komm! Ich will jetzt Stupor machen. Ich habe keinen Bock, jetzt Levioso rauszusuchen. Zack! Oh, nee, doch, das hat auch nicht gereicht. Ich weiß nicht, ob das wegen Schwierigkeitsstufe schwer ist. Aber jetzt haben wir den. Die Blase ist zerplatzt! Mit Levioso! Und wir haben ihn getötet! Ein wilderer weniger in unserer Welt. So muss es sein. Revelio. Bin der einzige Wilderer dann hier. Ach ja, da gibt es irgendwelche Gullideckel, die gehighlightet werden. Auf. Hallo, Homura. Revelio.
Deke hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Oh. Ein Niffler. Ist ja süß. Haben wir noch unseren Zeug hier? Unser Dingsbums-Tasche? Ja, das hier, ne? Ich rette euch. Rein in die Tasche. Und ein Niffler. Das ist was Neues. Knuddelmuff hatten wir schon. Ich rette euch. Kommt. Kommt her. Das wäre auch cool, wenn es hier so wie bei Pokémon irgendwie so Shiny Nifflers gibt oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das schon ein Shiny Niffler ist, ne? Er ist ja golden oder können Niffler jede Farbe haben? Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist noch ein Knuddelmuff, den tun wir uns gleich bekümmern. Lieferung, Firma Tobberknolle, Vorsicht. Drei Kniesel, schlauer und gemeiner als sie aussehen. Vorsicht vor den Krallen. Fünfmal lila Riesenkröten nur mit Handschuhen anfassen. Ein Testral. Würde ich auch nehmen. Ich weiß, dass ihr sie sehen könnt. Zwei, Fragezeichen, Hippogreife. Hab eine Spur, wo man ein Paar bekommt. Phönix, wo? Also hier gibt es ja eine richtige Ansammlung. Hier könnte man unsere Sammlung gleich komplett vervollständigen. Ja, den holen wir uns jetzt auch noch, den Knuddelmuff. Knuddelmuff sind ja sehr einfach. Da war der Niffler schon wesentlich schwieriger. Das glaubt Professor Howen nie. Da haben wir jetzt echt ein paar fantastische Tierwesen. Das ist echt cool. Aber wie gesagt, wenn man in so ein Areal geht und vielleicht so ein paar spezielle so bekommt, das wäre auch vielleicht ein bisschen attraktiv. Könnte man vielleicht in den nächsten Hogwarts-Spiele so reinballern. Das wäre eigentlich auch ganz nett. Aber ich will hier irgendwie alles zu Pokémon machen, ne? Ich habe schon in Horizon auch schon vorgeschlagen, dass man die Maschinen trainieren kann und so. Und dass die an der Seite stehen und gegen andere Maschinen kämpfen, das wäre auch mega krass. Aber es sind alle solche Wunschdenken, ne? Rebellion. Es gibt seltenere Tiere, ähnlich wie bei Pokémon. Oh, tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt. Also auf jeden Fall hatte der so ein goldenes Fell. Kennen die vielleicht eigentlich nur in Schwarz. Aber wir haben auch schon in den Spielzeugladen in Hogsmeade haben wir auch einen Niffler gesehen, der blaues Fell hat. Weiß nicht, ob das... Ich dachte, das wäre nur, weil das halt ein Spielzeug ist. Spielzeug ist halt nicht so ganz real. Aber vielleicht ist es tatsächlich irgendwas. Aber der Niffler ist normal. Ach, schade. Schade. Mein schöner Niffler, den ich gefangen habe. Aber gut, normal ist auch gut, ne? Man muss nicht immer unnormal sein, um besonders zu sein. Nein. Man muss auch die Normalität schätzen können. So, wir gehen mal hier rüber. Und da haben wir wieder was. Astrid, behalte mein Versteck im Auge. Ja, es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred hat das geschrieben. Manfred! So, arriba. Arriba, arriba. Müssen wir hier noch... Oh, nee, no. Oh, da geht's. Geh rein! Hallo? Schwierig. Schwierig reinzukommen. Aber wir haben es geschafft. Blau und braun ist normal bei den Niffel. Eins Männchen, eins Weibchen. Alles ach so. Ist gut. Ganz ruhig. Seid ihr? Komm schon. Hallo, Homo. Mach schon. Ja, irgendwann ist der Zug mal abgefahren, ne? Fliegen. Ist ja geil. Wow. Cool. Mein erstes Tierwesen, was ich fliegen kann.
Gibt ja noch einen Testrale zum Beispiel, kann man auch fliegen. Da ist der Hogwarts Express. Boah, der Hogwarts Express. Ich weiß noch nicht, wie man das fliegt hier. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Gab noch keine richtige Beschreibung. Ein bisschen anders als der Besen fliegt er sich schon. Da ist der Hogwarts Express. Komm jetzt die Erstklässler? Nee, wir haben ja schon mitten September. Aber er fährt auch durch Hogsmeade Station durch. Also er hat keinen Halt. Ist ja cool. Fantastisch. Boah. Also ist schon ein anderes Gefühl vom Steuern als auf den Besen. Ist ein viel, viel erhabeneres Gefühl. Boah. Schon cool. Schneller, Wolkenschwinge. Oh Scheiße, lass Nati nicht zurück. Schon wieder dieser Scheiß. Wirklich unglaublich, oder? Boah. Das segelt sich so, ne? Also man merkt so, das ist ein bisschen behäbiger mit den Links- und Rechts-Lenken. Aber das segelt sich krass irgendwie. Oh, das war cool. Wie aufregend. Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesflug belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinger sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Ist das jetzt meiner? Neuer Gegenstand freigeschaltet. Oh, das ist ein Gegenstand. Das war der Auftrag ganz weit oben. Und wir haben auch den Sepulchira freigeschaltet. Und Gallico ist wahrscheinlich der Zweitvogel gewesen. Also, ich denke mal, den Testral haben wir jetzt nur freigeschaltet, weil wir natürlich die Deluxe-Version haben.